So, damit willkommen zurück zu einer neuen Runde The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und oh, guck mal, wer da ist. Das ist Terry und nicht Beedle. Oder wie heißt der? Egal. Oh nein, hier gibt es noch eine Aufgabe. Also es geht hier um Ramdas Schatz. Warte mal, Prison. Was hast du denn für ein Problem? Hast du uns etwa belauscht? Wir sind Schatzsucher und der Schatz des Räubers König Ramda gehört uns allein. Prison, du quasselst zu viel. Ach, tut mir leid. War keine Absicht. Wir haben jedenfalls wichtige Dinge zu bereden. Also lass uns in Ruhe. Entschuldigung, mein Bruder redet manchmal in Blödsinn zusammen. Vergiss es am besten einfach. Ramda Schatz? Er hat es nicht einfach vergessen. Wäre auch zu schön gewesen. Warum sagen wir nicht einfach alles? Wir haben das Rätsel nicht gelöst, da wird er es wohl kaum schaffen. Da hast du auch wieder recht. Der Schatz des Räuberkönigs Ramda, wer ihn findet, wird stinkreich. Logisch, dass wir ihn dir die Infos nicht umsonst geben können. Das hast du doch wohl nicht erwartet, oder? Mein Bruder ist der beste Schatzsucher überhaupt. Der weiß immer, wo es was zu holen gibt. Für 100 Rubine... Ich meine, diese heiße Information ist locker mehr als 1000 Rubine wert. Was sagst du? Ja, sehr schön. Je weniger Konkurrenz wir bei der Suche haben nach Ramdas Schatz, desto besser. Ja, warte mal, bei dem kann man doch auch verkaufen, oder? Hey. Willkommen. Ja, darf es Übernachtung sein? Ein normales Bett kostet 20, nein, ich will jetzt nicht schlafen. Bitte beehren Sie uns wieder. Dann, ja. Gehen wir dahin, wo ich eigentlich hauptsächlich hin wollte. Und zwar wollte ich... irgendwie... hier zu dem Schrein. Aber da weiß ich ja noch gar keinen Weg. Wo ist mein Pferd? Na komm. Ayonara hört dich wohl nicht. Na, super. Wir müssen uns wohl das andere Pferd holen. So. Na, komm. Nein. Ah. Moon. Unsicher, wo es lang geht? Willkommen beim Stall der Zwillingsberge. Schön hier, oder? Man ahnt es nicht, aber die Verheerung hat diese Gegend einst den Rand der Zerstörung gebracht. Vielleicht lag es ja am Segen der Zwillingsberge. Auf jeden Fall ist hier alles wieder beim Alten. Sogar die Wildpferde sind hierhin zurückgekehrt und mit ihnen ist alles wieder aufgeblüht. Übrigens, wohin bist du denn unterwegs? Kakariko, Hateno? Wiedersehen. Auch wenn hier alles wieder wie vorher aussieht, so hat die große Verheerung doch ihre Spuren hinterlassen. Besonders nachts treiben sich hier viele Monster herum, also sei auf der Hut. Du scheinst ein Wildpferd gefangen zu haben. Möchtest du das registrieren? Ja. Sehr gerne. Bitte prüf nochmal, ob das Pferd hier das Richtige ist. Ja. Vielen Dank. Für die Registrierung erheben wir... bla 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 bla. Genau. Danke sehr. Namen für dein Pferd. Das nennen wir dann mal... Fury. Einfach Fury. Ja. Ist abgeschlossen. Gut. Möchtest du gleich weiterreisen? Ja. Pferd mitnehmen. Danke. Gut, wir nehmen Ayonara bei uns auf. Ah, das heißt, Ayonara ist jetzt hier. Oder was? Gucken wir mal ganz kurz auf der Karte. Ja, Ayonara ist aus Kakariko weg. Gut. So. Los geht's. Muss ich erstmal gucken, wo ich hin möchte. Ich möchte ja eigentlich da oben hoch. Da oben ist nämlich auch noch ein Schrein. Muss nur mal gucken, wie ich da hochkomme. Das ist die Herausforderung. Und deswegen reiten wir jetzt erstmal hier lang. Große Bruderbrücke, die hatten wir auch schon mal. Und mal gucken, wo es hier lang geht. Hier geht es über eine Brücke. Ich möchte wissen, ob es da hoch geht.
Nee, da geht es nicht hoch. Geht es hier zwischen den Bergen durch? Schrein in der Nähe. Ja, ich weiß. Die Frage ist nur, wo? Nee, komm. Ach, der Schatten, wie schön er hier mit uns spielt, ne? Genau. Also hier ist da irgendwo ein Schrein in der Nähe, deswegen müssen wir da mal außen lang reiten. So, komm her. What the hell is going on? Ich habe keine Lust auf dich, aber hier möchte ich gerne lang reiten. Hier wird hundertprozentig irgendwas sein. Sofern ich hier mit dem Pferd lang komme. Hier muss es irgendwo sein. Wir gehen jetzt hier einfach mal runter vom Pferd. Und klettern hier mal rauf. Also wenn hier jetzt kein Schrein in der Nähe ist, dann weiß ich es auch nicht. Dann müsste ich die noch eigentlich sehen, oder? Hier soll irgendwo ein Schrein sein, aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Da hinten drin ist er auch nirgendwo zu sehen, oder? Und da oben? Nee. Ja, den da oben habe ich markiert, das ist mir klar. Wartet mal. Nee, das ist ein Berg. Na komm, wir landen gekonnt auf dem Pferd. Geil, das geht! Wie geil ist das denn? Ist irgendwo ein Schrein. Nein, hier geht er weg. Hier ist er irgendwo. Er muss also irgendwo dahinter sein. Da oben, hier hinter dem Berg. In dem Berg. Oh, das sind so viele Möglichkeiten. Na komm. Kann ich den sammeln unterwegs so? Nein, schade. Ein Bär. Moment. Ein Rumi, was auch immer das ist. Und da hatte ich doch hier noch was gesehen. Ein Pferd. Das ist nur ein Rumi. Ich hatte noch irgendwas gesehen. Hä? Wo sind die Bären hin? Und es wird windig. Moment, das ist eine Aufgabe. Oh nein. Komme ich hier lang? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Hallo und tschüss. Ja, hör auf. Aber ich habe jetzt gerade schon wieder den Schrein gehört. Aber hier ist nichts weiter. Da ist ein Schrein. Achso, das sind die, die ich schon hatte. Alter, jetzt reicht's mir. Jetzt muss er hier aber irgendwo sein.
kann ja jetzt nicht den Berg hochklettern komplett. Ich sehe hier keinen Schrein. Das gibt's doch nicht. Nee, auch hier drunter sehe ich keinen. Aber halt, wartet mal. Es ist gar nicht so doof versteckt, möchte ich gerade mal was anmerken, ne? Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Gut, danke, haben wir das auch geklärt. Ich schmeiß gern die Bombe weg. Ach, machen wir es halt auf die klassische Variante. So, die rollt nicht weg. Was haben wir da? Ein violetter Rubin. Oh. Oh. Aber es erklärt immer nicht, wo der Schrein ist. Ich kletter da doch jetzt nicht hoch. Oh, Leute. Wisst ihr, was ich jetzt gerade hier befürchte? Das nehmen wir mal mit. Guck mal. Ich speichere. Ich speichere definitiv. Das sieht aus nach einem Miniboss. Oder? Die Frage ist nur, wie aktivieren wir den? Also wenn das hier kein Boss ist, dann weiß ich es auch nicht. Jetzt ist nur die Frage, was stellen wir mit dem an? Krogfächer, nee, den wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Holzbündel, brauche ich eh 30 Stück. Runden wir hier einfach mal den Wald ab. Muss ich echt 30 Bäume fällen? Oder aber... Okay, damit geht's nicht. Wenn ich das hier aktiviere... Auch nicht. Gut, also wie ich den da rausreiße, keine Ahnung. Hat der irgendwas damit zu tun? Kann ich hier vielleicht noch irgendwas anderes machen? Ne, hier ist nichts, womit ich was machen könnte. Nö. Stasis-Modul. Nö. Kryo-Modul. Foto-Modul. Nö. Halt, was war das? Na komm. Haben wir den Krogfächer auch gespeichert. Ja, schönes Bild, schönes Bild. So muss es sein, so muss ein Krogfächer aussehen. Komm, folg mir. Also er muss irgendwo hier sein. Schleichling. Schrein in der Nähe, ja. Oh, wartet mal. Seht ihr das da? Ich glaube, der ist in der Höhle drin. Na, super. Ja, hahaha. Wie soll ich denn das machen? Wartet, wartet, wartet. Ha, 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 ha.
Mach mal es doch einfach so. Na, komm. Dann können wir den zerstören. Und können den nächsten aufbauen. Mhm. Na komm. Ein bisschen höher, bisschen höher. Nein! Nein, 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 nein. Oder wartet, manchmal sogar noch anders. Wartet, wartet, wartet. Ich mach's so. Und so. Und so. Mit viel Glück geht es sogar. Ja. Okay, das hat funktioniert. Jetzt gehen wir hier auf die Bombe. Bada bum, bada bang, da ist er! Ich bin der King! Toto Isa Schrein. Ich wusste doch, hier ist irgendwo einer. Der war fies versteckt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt verstecken sie die Schreine schon unter der Erde. Was kommt als nächstes? Unter Wasser? Er ist ja schon fast am Wasser, ne? Also ich finde wirklich, dieses Signal macht mehr Sinn für Schreine als alles andere, ey. Ach du Scheiße, ich sehe jetzt schon wieder Schlimmes auf mich zukommen. Guck mal hinter mir, schon... Ja, genau. Ja, richtig. Mein Name ist Toto Isa, im Namen der Göttin Helia sollst du geprüft werden. Ja, Toto Isa. Apparatur. Okay. Oh, wie weit muss ich denn das drehen? Komm. Ah. Reicht das? Ja, es sollte reichen. Alter. Jetzt muss ich auch noch das Ding hier so viel drehen. Das gibt's ja mal. Oh, das war knapp. Was haben wir denn jetzt hier? Wow, 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 wow. Okay, okay. Also, nein, 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 nein. Komm, komm, komm. So, das sollte passen. Ich hätte mal sicher selber einen kleinen Sprung machen. So. Alter Verwalter, jetzt wollen sie es aber wissen hier, ne? Was haben wir jetzt hier? Was wollt ihr denn jetzt hier von mir? Was? Moment. So könnte ich es machen, bringt mich aber nicht weiter. Nee, halt, stopp. Es muss so rum sein. Nein, nein. So. Super. Und wer drückt jetzt die B-Taste für mich? Also, ah! Nee. Na, komm. So, und jetzt erstmal die B-Taste finden. Wo ist die B-Taste? Ah, ich finde sie gerade nicht. Nee, hoch, 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 hoch. So. Wow. Geht's noch, Nintendo? Oh, jetzt erstmal den Schatz. Was auch immer da drin ist. Ein kleiner Schlüssel? Was? Was? Ich dachte, das hätten sie abgeschafft. Oh Mann. Oh mein Gott.
Okay. Also ich muss jetzt erstmal das drehen. Das ist, sind wir uns sicher. Nein, nein, nein. Das kann ruhig so bleiben. Jetzt muss ich es nur noch drehen. So. Okay. Es kommt aber auch nicht hin. Oh, 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 oh. Irgendwo. Hä? Ich raff gerade nicht, wo hier die Lösung sein soll. Okay, machen wir mal so. Ah, wartet, das ist die Lösung. So, wartet, wartet. Ich suche die B-Taste wie immer. Das ist das Rätsels Lösung. Dann hier hoch. Ja, ich hab's geschafft. Okay, aber hier gibt's doch sonst immer noch eine Bonus. Egal, ich frag lieber nicht. Meine Belohnung ist eigentlich immer die... Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia vielleicht dir ein Zeichen der Bewährung. Gut, komm, überspringen wir das Ganze. Kostet ja auch Zeit, ne? Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Und tschüss. Puh, da haben wir doch den Schrein noch gefunden. Und jetzt kann ich endlich in mit ruhigem Gewissen, liebe Leute, mit ruhigem Gewissen, mir noch meine Herzen oder Ausdauer holen. Ich weiß nicht, ob ich Ausdauer... Ich meine, es gibt eigentlich den Ausdauertrick, aber irgendwie will ich den so ungern wie möglich anwenden. Weil der manchmal irgendwie nicht so funktioniert, wie er sollte. Fakt ist aber... Ja gut, komm. Hab ich hier nicht zu der... Ah, dann gehen wir zum vergessenen Schrein des Lebens. Machen wir halt wieder das Portalchen. So. Könnte ich auch vielleicht mal in die andere Richtung fliegen. Hm. Es gibt jetzt so viele Möglichkeiten. Ach. Ja, aber ich könnte auch ein bisschen Essen sammeln gehen. Vielleicht noch den... Und was ich machen muss, liebe Leute, was ich machen muss, ich muss einen Croc finden. Ich muss nochmal einen Croc finden und muss von dem ein Foto machen, weil 900 Crocs finden, wenn man ein Foto von dem macht, vielleicht kann man von denen dann die mit dem Sensor finden. Ich weiß ja nicht, ob ihr das gemacht habt, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, das ist die effektivste Lösung überhaupt, Crocs zu finden. Es sah eben gerade so aus, als ob hier Schnee liegen würde. Dabei lag da gar kein Schnee. So. Todesberg sieht auch sehr interessant aus. Oh, da oben, was haben wir da? Hallo. Kletterst du da mal hoch? Danke. Hyrule-Pilz, die wollen wir auch haben. Habe ich von denen überhaupt schon ein Foto? Jetzt sammle ich die ein, ohne wahrscheinlich von denen ein Foto zu haben, hä? Machen wir jetzt mal ein schönes Foto. Guck mal, da, da... Oh, verdammt, da war ein Vogel. Wartet. Wir machen mal ein Foto von denen. Ah, ich bin schon so nah wie möglich. Ein Hyrule-Pilz in seiner freien Umlaufbahn. Danke. Ne? Da war doch einer. Egal. Eine Route. Habe ich die Route schon? Nehmen wir die Route doch einfach mal so. Hopp.
Oh, der alte Herr ist weg. Aber egal, hier sind Äpfel. Deswegen sammle ich die auch noch. Weil mit den Äpfeln können wir immer wieder... Oh, sogar ein Röstapfel. Ach, die Axt ist auch wieder da. Die Holzfällaxt. Dann nehme ich die natürlich mit. Macht dann natürlich Sinn, weil ich ja noch diese Holzbündel brauche. Dann kann ich hiermit mal ganz kurz ein paar Bäumchen fällen. Ich brauche ja 30 Stück insgesamt. Wow, kann ich den auch fällen? Nö. Den kann ich natürlich nicht fällen, der ist zu groß. Wäre auch zu schön drum, muss man ganz ehrlich sagen, aber trotzdem. Nein. Das Schwert ist auch wieder da. Na gut, das sind jedenfalls ein paar schöne Sachen. Dass das jedenfalls wieder alles zurück erscheint. So, wartet, wartet, wartet. Ihr seid doch bestimmt fotogen. Aua. So, komm. Hat er jetzt hier Pfeile auch fallen gelassen oder nicht? Nö, natürlich nicht. Geil! Werfen sie sich das gegenseitig zu, die Köpfe. Hier, fang. So, tschüss. Wie geil war das denn? Habt ihr das gesehen? Da wollte ihr in den Kopf zu werfen und dann trifft er auch noch daneben. So, die Folge ist jetzt mal wieder ein bisschen länger, ist aber nicht schlimm. Oh! Ey! Ey, das kannst du auch? Halt's Maul! Und lass mich in Ruhe. Er ruft schon nach mir. So, komm. Jawohl! Genau, Zeichen der Bewährung. 4 Stück. Einmal Ausdauer. Okay, interessant. Ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfung besteht, erhöht deine maximale Ausdauer. Ernsthaft? Wow. Erherzen. Na komm. Juhu, 6 Herzen. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Gut, damit bedanke ich mich ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Troh, haut rein. Tschüss.